Ich habe mein Thema genannt, sei mutig, auf dem Wasser zu gehen. I called my topic for today, be bold to walk on water. Ja, das schließt ein bisschen an das, was du, André, gesagt hast. So it adds on to what André just said. Wir können nicht auf dem Wasser gehen, aber dennoch sollen wir mutig sein, das zu tun. And we can't walk on water, but we are supposed to have courage to walk on water. Und ich möchte mit euch diese Begebenheit lesen, wo Petrus auf dem Wasser geht. And I want to read with you this passage where Matthew walks on water. Und sagt nicht, kenne ich schon seit dem Kindergottesdienst. And you might say, oh, I know that since my Sunday school. Wir werden ein paar neue Dinge entdecken. We will discover a few new things. Und es hat mich in den letzten Wochen oder 3 Monaten stark beschäftigt. And the last weeks and 3 months, it really, I really thought about this passage a lot. Lukas spricht über diese Begebenheit gar nicht. Luke doesn't mention this. Nur Matthäus erwähnt den Petrus auf dem Wasser. Only Matthew mentions Peter on the water. Und Markus und Johannes erwähnen das zwar, aber haben sich gedacht, über Petrus wurde schon so viel geredet, das müssen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Mark and John do mention this whole situation, but they don't talk about Peter. They might have thought, Peter was already talked about enough. So, wir lesen Matthäus 14 ab Vers 21. So we'll read Matthew 14 from verse 21. Wir machen es so, der deutsche Text steht hier, könnt ihr selber lesen, aber leise. So you will see the German text here, you can read it yourself, but on your own. Und wir lesen hier vorne laut in Englisch. And I will read it in English loud. About 5,000 men were fed that day, in addition to all the women and children. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake, while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" So, die Jünger kamen in einen heftigen Sturm. So the disciples came into this heavy storm. Ich denke, sie wollten nicht über das Wasser fahren. I think they didn't want to cross the lake. Vielleicht wollten sie mit den Leuten noch ein bisschen reden. Maybe they wanted to continue talking to oder the eine Feedbackrunde mit Jesus machen. Or do a feedback session with Jesus. Vielleicht sahen sie auch, das Wetter wird schlecht. Maybe they even saw the weather is turning and it's getting bad. Denn hier steht, Jesus nötigte sie. Because it said Jesus urged them. Er drängte sie. He insisted on them going. Er befahl ihnen rüberzufahren. He even commanded them to cross the lake. Er schubste sie förmlich in das Boot hinein zu fahren. He almost pushed them into the boat to leave. Und sie ruderten los. And they started rowing. Und kamen in einen heftigen Sturm. And then came into this heavy storm. Es war der Plan Gottes, dass sie über den See fahren. It was God's plan that they would cross the lake. Und trotzdem erlebten sie einen Sturm. And still they experienced the storm. Und ich möchte dir sagen, beurteile den Willen Gottes nicht danach, ob irgendwas schlecht läuft. Don't, so I want to tell you, don't judge God's plan if something, if the circumstances are bad. Stürme können einfach passieren. Storms may happen. Bleib immer im Willen Gottes, auch wenn es stürmisch wird. Stay in the will of God, even if it gets stormy. Auch wenn es schwierig wird. Even if it gets tough. Auch wenn du Herausforderungen hast. Even if you have challenges. Jesus kam, ja, haben wir gelesen, zwischen 3 und 6 Uhr morgens zu den Jüngern. So it says here that Jesus came to them around 3 or between 3 and 6 o'clock in the morning. Sie sind aber schon abends losgerudert. But they started rowing in the evening. Und wenn ihr das auf der Karte seht, für diese Strecke würden sie normalerweise 2 bis 3 Stunden brauchen. So and if you look at the map, it would only take them about 2 or 3 hours to cross the sie lake. Sie sind trotzdem dabei geblieben, obwohl sie für eine Strecke, für die sie 2 Stunden brauchten, jetzt 6 bis 8 Stunden gebraucht haben. And they stuck with it even though for this distance that only
could have taken them 2 hours, they now were, it took them 6 to 8 hours to cross. Und sie waren trotzdem erst in der Mitte des Sees angelangt. But they only had come to the middle of the lake. Heftig. By that time. Wow. Die waren völlig abgekämpft, they durchgeschwitzt. They were probably really, they völlig had fought nass. So much, they were sweaty, exhausted. Und vielleicht haben manche von uns auch Stürme in ihrem Leben. Maybe some of us have these storms in their lives. Es können Herausforderungen sein. It can be challenges. Finanzielle Schwierigkeiten. Financial difficulties. Existenzängste. Ängste. Fears of, for your existence. Leute, die gegen dich arbeiten. Or people fighting against you. Oder du verlierst den Fokus und weißt nicht mehr, wie sollen wir uns entscheiden. Or you lose focus and don't know how to decide. Oder Schwierigkeiten in der Familie. Or difficulties in your families. Oder eine Welle von Krankheit rollt durch deine Familie. Or just a wave of sickness goes through your family. Wir haben solche Dinge einige Male erlebt. We've experienced some of these things a couple times. Und manchmal mussten wir innerlich aufstehen und der Macht der Krankheit gebieten, unser Haus zu verlassen, damit es besser wird. And we sometimes had to stand up and tell the sickness in authority that it had to leave so that it would get better. Aber in dem Moment bist du mittendrin in einem Sturm und weißt nicht, wie es weitergeht. But in the moment you're in the middle of the storm and you just don't know where to go. Und es wäre für die Jünger ein leichtes gewesen, umzukehren. And it would have been easy for the disciples to just turn around. Sie hätten nach 3 Stunden sagen können, das schaffen wir nie, lass uns umkehren. They could have said after 3 hours, we'll never get to the other side, let's turn around. Und mit Rückenwind wieder ans Ufer zu kommen. And get that wind from behind us and just get back to shore. Haben sie aber nicht gemacht. But sie sind dabei geblieben. They stuck with it. Sie haben sich nicht irritieren lassen von einem heftigen Sturm. They didn't get irritated from this heavy storm. Die Jünger hätten auch sagen können, Jesus, mach nicht so viel Stress. They could have also said, Jesus, don't pressure us so das much. Wetter wird schlecht, lass uns morgen fahren. The weather is turning bad. Let's just go tomorrow. Da wartet niemand auf uns. Was soll's? Wir haben Zeit. No one is waiting for us. We have time. Lass uns noch zusammen beten. Let's pray together. Denn Jesus hat ja gebetet. Because Jesus went so, to pray. Also, nein, sie blieben dabei. Wenn Jesus sagt, geht in diese Richtung, bleibt im Boot und fahrt rüber, dann machten sie das. No, they stuck with it. Jesus had told them to take the boat and cross the lake, so we're doing it. Und sie erlebten dann nachher ein Wunder Gottes. And then later they experienced this miracle from God. Vor ganz vielen Jahren sagte mal jemand aus meinem Team zu mir. Many years ago, someone from my team told me. Gerfried, das ist immer so anstrengend mit dir. It's always so exhausting with you, Gerfried. Du machst immer so viel Stress. You always put so much pressure on us. Immer so viele neue Dinge, die wir alle machen müssen. So many new things we're supposed to do. Die Gemeinde, das läuft schon. The church, it's going, it's well. Man muss sich immer so viel Wind machen. You don't have to do, yeah. Aber wisst ihr was? But you know what? Meine Aufgabe ist nicht, es allen recht zu machen. My position, or I'm not supposed to please everyone. Oder dass sich alle gut fühlen. Or make sure that everyone feels oder dass good. Ich alle Erwartungen erfülle. Or that I meet all the expectations. Oder dass ich die Ideen anderer Leute alle umsetze. Or that I put into practice all the ideas of other people. Wenn Gott anfängt, mich aufs Wasser zu rufen, when God calls me onto the water, und er ist dabei, die Pfosten meines Zeltes weiterzumachen, or he's starting to put the tent pegs of my tent further away, und er ist dabei, das Maß meiner Leitungskompetenz zu erweitern, or he is expanding the measure of my ability to lead, und er ist dabei, meine geistliche Autorität zu vergrößern, and to expand my spiritual authority, dann ist mein Herz erfüllt mit Leidenschaft, then my heart is filled with passion, und getrieben vom Heiligen Geist, and yeah, the Holy Spirit is pushing me. Kann ich nicht im Boot bleiben? And I can't just stay in the boat. Da muss ich aus dem Boot aussteigen. Then I have to go get out of the boat. Und ich muss dem folgen, was Jesus mir gesagt hat. And I have to follow what Jesus told me. Was er in mir entfacht hat. What he sparked in me. Und wozu er mich drängt. And what he urges me to do. Und das alles in Entspanntheit. And all with relaxation or relaxed. Aber trotzdem drängt uns der Heilige Geist und Jesus ruft uns manchmal aus Wasser. And still the Holy Spirit urges us and Jesus calls us on the water. Und dann ist der Zeitpunkt zu gehen und sich zu bewegen. And then it's time to go and move. Und nicht darauf zu achten, ob das bei jemandem Stress auslöst. And don't think about, oh, will this put pressure on someone else. Aber wir können Jesus nur dann aufs Wasser folgen, wenn wir zuvor eine Begegnung mit ihm haben. But we can only follow Jesus on the water if we first encountered him. Und das lesen wir ganz gut in Markus 6.
Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. And so we read this well in Mark chapter 6, verse 48. He saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the wind and waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. He intended to go past them. Wenn du in einem Sturm bist, habe ich eine gute Nachricht für dich. If you're in the middle of a storm, I have good news for you. Jesus sieht dich. Jesus sees you. Jesus sah ihre Not. It says Jesus saw their trouble. Er sah ihre Schwierigkeit. Their difficulties. Und er machte sich auf, zu ihnen zu gehen und ihnen, um ihnen zu helfen. And he actually started and went toward them to help them. Gut, wir kennen Jesus, er ist immer nicht so ganz pünktlich. So we know Jesus, he's not always on time. Kommt erst 6 Stunden später. It's like 6 hours later. Aber immer rechtzeitig. But he's always immer, on, like, immer rechtzeitig. Not too late. He's Und jetzt passiert etwas Interessantes. And now something interesting happens. Jesus sieht die Jünger. Jesus sees the disciples. Und statt, dass er zu ihnen kommt, deswegen ist er ja gekommen. Instead of walking towards them, that's what he was was about to do. Tut er so, als wollte er vorübergehen an ihnen. He pretended to walk past them. Jesus zeigt sich mit all seiner Hilfe. Jesus shows all his ability to help. Mit all seiner Macht und Befreiung. He shows all his power and his ability to set free. Aber er löst nicht einfach unser Problem. But he doesn't immediately solve the problem. Hier passiert gerade etwas. There's something that happens. Wenn die Jünger nicht gerufen hätten, if the disciples wouldn't have called out, wenn sie ihn nicht angerufen hätten, if the disciples wouldn't have called to him, dann wäre Jesus an ihnen vorbeigegangen. Then Jesus would have walked past them. Und das, wozu er extra zu ihnen gekommen ist, wäre nicht zustande gekommen. And the thing he actually came to do wouldn't have happened. Und sie hätten das Wunder nicht erlebt. And they wouldn't have experienced the miracle. Und manche von uns warten einfach ab im Sturm. And some of us just wait while they're in the middle of the storm. Wenn's gut geht, geht's gut. If it ends well, it ends well. Wenn schlecht geht, wird Gott eine andere Lösung haben. If it's bad, then God will have a different solution. Und sie lassen Jesus einfach an sich vorübergehen. And they just let Jesus pass them by. Und sie verpassen seine Hilfe. And they miss his help. Sie verpassen seine Rettung und Befreiung. They miss his rescue and his salvation. Und manchmal beten wir einfach, Jesus, segne das, was wir tun. And sometimes we just pray, Jesus, bless what we are doing. Nimm unser Problem weg. Or what we're doing and help us with our problem. Löse das irgendwie. Just solve our problem. Und vielleicht wäre es mal gut, eine Begegnung mit Jesus zu haben. But maybe it would be good to just have an encounter with Jesus. Und zu hören, ob er irgendwas ruft oder zu dir sagt. And really listen if he's actually saying something, telling you something. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. And that leads me to my third point. Ich glaube, dass Jesus auf eine Handlung des Glaubens wartete bei den Jüngern. So I believe Jesus waited on an act of faith. Die Jünger waren am Tag vorher involviert in ein großes Wunder. The day before, the disciples were involved in this huge miracle. Das Brot vermehrte sich in ihren Händen und sie teilten es aus. The bread multiplied in their hands and they were sharing it. Und jetzt sind sie in einem Sturm. And now they're in this storm. Und sie rechnen gar nicht damit, dass Jesus kommen könnte. And they don't even expect Jesus to come. Sie waren so überrascht, dass sie ihn für ein Gespenst hielten. They were so surprised that they thought he was a ghost. Aber Jesus sagt ihnen, nachdem Petrus gerufen hat, but after Peter called, he tells them, habt keine Angst. Don't be afraid. Hab keine Angst. Don't be afraid. Warum hat Jesus nicht einfach den Sturm gestillt, wie er es da schon mal gemacht hat? Why didn't Jesus just calm the storm as he did in the past? Und den Grund verändert, warum wir Angst haben? And changed the reason why they were afraid? Wäre viel einfacher. That would have been a lot easier. Stattdessen sagt Jesus, instead Jesus says, hab keine Angst. Don't be afraid. Fürchtet euch nicht. Don't have fear. Ich glaube, Gott wartet auf eine Haltung und Handlung des Glaubens. I think God waits on this act and this attitude of faith. Denn sich nicht zu fürchten. Because not being afraid. In einer Situation, die mir Furcht macht. In a situation that causes me to fear. Im Vertrauen auf Gott. In trusting God. Im Vertrauen auf seine Hilfe. Trusting in his help. Ist eine Haltung des Glaubens. It's this posture of faith.
Der Glaube bringt Gott nicht dazu, irgendwas zu tun. Wir können ihn da nicht zwingen. Faith doesn't make God do something. We can't force him to do something. Aber unser Glaube, unser Vertrauen macht sich das zu eigen, was Gott für uns vorbereitet hat an Rettung und But Hilfe. But our faith lays a hold of the things that God has already prepared for our rescue. Jesus hatte sich aufgemacht, extra um ihnen zu helfen. Jesus had he started walking so that he would help them. Um ihrer Not zu begegnen. To meet their need. Also wage du doch einen Schritt des Glaubens auf Jesus zu. So dare to take a step of faith towards Jesus. Wir sind übrigens immer noch mitten im Sturm. We're still, by the way, in the middle of the storm. Das ist immer noch genauso stark wie am Anfang. That still has the same strength as at the beginning. Ich habe einen schönen Satz von Maria Preher mitgebracht. I brought a nice sentence from Maria Preher. Sie sollten so tun, als wäre alles in Ordnung, bevor es in Ordnung war. They were supposed to pretend that everything was okay before everything was okay. Und das ist jetzt kein psychologischer Trick. And it's not like this psychological trick. Sondern es soll in unserem Herzen entstehen, Gott zu vertrauen. But it's something that starts in our heart that we trust in God. Und sie vertrauten dem Wort Gottes. And they trusted in the word of God. Das Wort Gottes hat Kraft. The word of God has power. Dieses eine Wort, was Jesus sagte. This one word that Jesus said. Komm. Come. Reichte aus, um Petrus auf dem Wasser laufen zu lassen. Was enough so that Peter could walk on water. Und was immer Gott zu dir sagen mag in deinem Sturm, den du erlebst. And whatever Jesus tells you in the storm that you're experiencing. Ob es komm ist oder gehe. Whether he says come or go. Oder bleibe oder warte. Or stay or wait. Oder was auch immer. Or whatever. Das Wort Gottes, was er spricht. The word that Jesus speaks hat Kraft. Has strength. Es ist nicht nur Information über die Absichten Gottes. It's not just information about what God wants to do. Sondern das Wort Gottes entwickelt Kraft in unserem Leben. But the word of God produces power in our lives. Aber viele erleben das nicht, weil sie diesem Wort nicht glauben. But many don't experience this power because they don't believe the word. Ja, Jesus, du sagst, komm jetzt über das Wasser, das geht ja nicht. Well, Jesus, you're saying, come across the water, but that doesn't work. Habe ich noch nie gemacht. Wie soll das funktionieren? I've never done that. How does this is supposed to work? Es gibt einen schönen Vers in Hebräer 1. There's a nice verse in Hebrew 1. Den haben wir gestern Abend schon gehört. We heard it last night as well. Er, und die Rede ist von Jesus. He, which is Jesus. Er trägt alle Dinge durch die Macht seines Wortes. He sustains everything by the mighty power of his command. Er hat nicht nur die das ganze All und die Erde geschaffen durch sein Wort. He didn't just create the entire universe by his word. Sondern er trägt dich auch durch sein Wort, durch das, was er spricht. But he also sustains you by what he says, by what he speaks. Alles, was dich betrifft, dein Leben, deine Zukunft, deine Gemeinde, wird getragen durch die Kraft des Wortes Gottes, was er spricht. Everything that makes up you, like your church, your future, everything is sustained by this word from God. Und unsere Herausforderung ist, and our challenge is, mitten im Sturm, in the midst of the storm, dem zu glauben und dem zu vertrauen, was Jesus uns sagt. To believe and trust in what Jesus is saying. Ihr kennt alle die Geschichte mit Israel. You all know the story of Israel. Gott hatte für sie etwas vorbereitet. God had prepared something for them. Sie in ein neues Land hineinzubringen. To lead them into this new country. War es Gottes Plan, dass sie in das neue Land hineinkamen? Was it God's plan that they would enter this new land? Yes. Hat er gesagt, ich vertreibe die Feinde vor dir her? Did he promise for him to fight, drive out the enemies and the other people living there? Yes. Ja. Hat er gesagt, ich bin bei euch und ich führe euch da hinein, ich will, dass ihr das einnehmt? Did he tell them that I will be with you and I want you to conquer and take hold of this land? Yes. Ja. Aber sie kamen nicht hinein. But they didn't enter. Vielleicht hatte sich Gott das jetzt irgendwie überlegt. Well, did God change his mind? Lass uns lesen Hebräer 4. Let us read Hebrew 4. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, also zum Beispiel uns, wir hier heute. So it says, for us this good news, so us also that we're sitting here. Wie auch jenen,
bezieht er sich auf Israel damals. And as them, which is talking about Israel back then. Und sie haben damals die Wunder Gottes gesehen. And they saw God's miracles. Sie haben die Zeichen und Wunder und die Wahnsinnssachen mit Gott erlebt, waren mittendrin. They had experienced these amazing miracles, were right in the midst of all that God did. Aber das gehörte Wort nützte ihnen nichts. But the word that they had heard didn't do anything them any good. Weil es bei denen, die es hörten, nämlich dem Volk, because to them that heard it, the people. Also nicht bei dem, der es gesprochen hat, not the one who said sondern bei denen, die es gehört haben, but the ones that heard it, sich nicht mit dem Glauben verbunden hat in ihren Herzen. It didn't connect and combine with faith in their hearts. Und das war der Grund, sagt hier der Hebräerbriefschreiber, dass sie nicht in das Land hineingekommen sind. And that's the reason that Hebrews, the writer of Hebrews says why they didn't enter the land. Und ich möchte dich gerne ermutigen, and I want to encourage you, dem Wort Gottes mitten in deinem Sturm zu vertrauen. To trust the word of God in the midst of the storm. Und ihm zu glauben, dass er das ausführen wird, was er gesagt hat. And to trust God that he will put into play, do what he promised to do. Und Petrus erlebte es, weil er dem Wort glaubte, auf dem Wasser gehen zu können. And Peter experienced this walking on water because he believed. Und der Teufel hat uns eine wunderbare Alternative gegeben zum Glauben. And the devil gave us a great alternative to faith. Die verstandesmäßige Zustimmung. To just say yes in your mind. Wir halten das für wahr, weil es ja Gott sagt. And we believe yes, that's true because God says it. Es stimmt alles. Yes, it's all true. Wir singen darüber. We sing about it. Manche predigen sogar darüber. Some even preach about it. Aber es findet keine Verbindung in unserem Herzen statt, die Glauben hervorbringt. But it doesn't combine with faith in your heart. Wir brauchen Gewissheit, Sicherheit in unserem Herzen, dass Gottes Wort wahr ist. We need this assurance in our heart that God's word is true. Und Petrus Fähigkeit war es nicht, auf dem Wasser zu gehen. And it wasn't Peter's ability to walk on water. Er konnte es nicht. He wasn't able to. Keiner von uns kann das. No one of us can, is able to do. Es gibt keine geistliche Gabe, auf dem Wasser gehen zu können. There's no spiritual gift that says, okay, now you can walk on water. Mir hat mal ein Satz auch sehr geholfen in meinem Leben. One sentence really helped me in my life. Gott beruft nicht die Befähigten. God doesn't call those who are able, sondern er befähigt die Berufenen. But he enables those who are called. Und Petrus konnte nicht gehen, aber Gott hat ihn aufs Wasser gezogen und hat ihm die Fähigkeit gegeben, das auszuüben. So Peter couldn't walk on water, but God pulled him and gave him the ability to walk on water. Er war in seiner Schwachheit mächtig. He was strong in his weakness. Ich habe in meinem Leben schon einige Momente gehabt, in denen ich völlig verzweifelt war. I've had several moments in my life where I was really despaired. Wo du nicht mal weißt, wie es weitergeht. Where you just don't know how it will continue. Wo du an den anderen und an dir selber zweifelst. Where you, doubt yourself and others. Und ich erinnere mich an einen Freitag vor vielen Jahren. And I remember a Friday many years ago. Ich sollte am Sonntag predigen. I was supposed to preach on Sunday. Und mir ging es richtig schlecht. And I was not feeling well. Ich war am Boden zerstört. I was really feeling bad. Mein Herz war zerrissen. And my heart was torn. Und ich wusste nicht, was wird irgendwie. And I didn't know what would happen. Und ich habe zu Gott gerufen und gesagt, der Sonntag kommt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. And I said to God, Sunday is approaching, I just don't know what to do. Na gut, man könnte einfach einen Bibeltext nehmen und ein bisschen was darüber reden. Well, you could just take a scripture, a passage of scripture and just talk a little bit about it. Aber ich sage mal, ich brauche geistliche Inspiration, das muss in mir lebendig sein, sonst kann ich nie über nichts reden. But I always say, I need the spiritual inspiration, otherwise I can't talk about anything. Und ich hatte nichts. I had nothing. In der Nacht von Freitag auf Samstag. In the night from Friday to Saturday, habe ich einen Traum. I had a dream. Ich sehe mich predigen. I saw me preaching. Drei Bibelstellen. Three scriptures. Einen roten Faden, ein paar Punkte. This the whole line and points of how it's all connected. Komplett durchgeträumt. I dreamed through the whole thing.
Und dann habe ich am nächsten Morgen die Bibelstellen aufgeschrieben. So the next morning I wrote down these scriptures. Noch ein paar Punkte. I wrote down a few points. Habe so einen kleinen Zettel genommen, da stand das drauf. I took this little piece of paper, that's where I wrote it on, and I preached. Aus meiner Sicht habe ich meine Schwachheit gesehen. From my perspective, I only saw my weakness. Weil ich genau wusste, das kommt nicht von mir. Because I knew this was not mine. Das ist Gottes Kraft, der mich jetzt gerade auf das Wasser ruft. That's God's power that is calling me on the water. Was haben die anderen gesehen? What did the others see? Die haben Gottes Stärke gesehen. They saw God's power. Nicht meine Schwachheit. Not my weakness. Und so füllt Gott die Schwachheit aus, um etwas stark zu machen. So God fills up what where there's weakness to make it strong. Ohne dass ich meine Schwachheit vor mir hertragen muss. Without me having to carry my weakness like on the silver tablet. Aber Petrus hätte dieses Wunder mit Gott nicht erlebt. And I wouldn't have experienced this miracle. Wenn er nicht aus dem Boot ausgestiegen wäre. Or Peter wouldn't have experienced it if he wouldn't have gotten out of the boat. Das ist schon mein vorletzter Punkt. Yeah, that's my also auf dem Wasser zu gehen, musste Petrus aussteigen. So in order to walk on water, he had to get out of the boat. Und wir sind immer noch mitten im Sturm. And we're still in the midst of the storm. Gott hat es nicht angehalten oder beseitigt. He didn't cancel that storm. Er hat die Umstände noch nicht verändert. He didn't change the circumstances yet. Und manche wollen Wunder Gottes erleben und sehen in ihrem Leben. Some want to experience miracles from God in their lives. Sind aber nicht bereit, das zu tun, was dafür eine Voraussetzung ist. But they're not ready to do the things that are the prerequisite for those miracles to happen. Nämlich einen Schritt des Glaubens zu wagen und aus dem Boot auszusteigen. But to take that step of faith and step out of the boat. Und die Kraft Jesu, als er sagte, komm, war nicht nur alleine für Petrus da. And the power of Jesus was not just there for Peter in that moment. Sondern sie reichte auch für die anderen Jünger aus. It would have been enough for the other disciple as well. Aber sie blieben im Boot. But they stayed in the boat. Sie sind nicht ausgestiegen. They didn't get out. Haben vielleicht gesagt, Petrus, das muss jetzt nicht sein. Setz dich wieder hin, mach nicht so viel Stress. Maybe they said, oh, Peter, just stay in, don't stress us. Vielleicht kennt ihr diese Begebenheit, wo der Gelähmte von seinen Freunden durchs Dach gelassen wird. Maybe you remember this situation where the lame person got lowered through the roof of the ceiling by his friends. Und in Lukas 5 kann man lesen, die Kraft des Herrn war da zu heilen. And in Luke 5 it says the power of God was there to heal. Das ganze Haus war voller Leute. The whole house was full of people. Die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. The power of the Lord was there to heal. Die Kraft des Herrn war da. The power of the Lord was there. Und wisst ihr, wie viele gesund geworden sind? Do you know how many got healed? Eine Person. One person. Und zwar die einen Schritt des Glaubens wagte. The one person that took a step of faith. Nämlich mit den Freunden zu Jesus zu kommen und trotz aller Unmöglichkeiten einfach durchs Dach zu Jesus zu kommen. To come to Jesus with his friends and even though everything was against him to go on the roof and then get lowered down through the Habe roof. Habe Mut, einen Schritt des Glaubens zu wagen. And have courage to take a step of faith. Höre auf, so zu sein wie alle anderen. Stop being like everybody else. Ich hatte mal einen Moment in meinem Leben, da musste ich mich entscheiden, endlich aufzuhören, damit was andere Leute denken. I had a moment in my life where I had to just stop and not do everything that other people thought. Steige einfach aus. Just get out of the boat. Mitten im Sturm. In the midst of the Mitten storm. In den Schwierigkeiten, wo du eigentlich Hilfe bräuchtest. In the midst of the trouble where you need help. Das Boot war voller Wasser. The boat was full of water. Der Wind war immer noch heftig. The wind was still going strong. Die Jünger waren völlig abgekämpft. The disciples were exhausted. Brauchten dreimal so lange und waren erst in der Mitte angelangt. It took them three times as long, but they only reached the middle of the lake. Und dennoch haben sie der Sicherheit dieses maroden Bootes mehr vertraut als dem Wort Gottes. But still they trusted in the in this boat, which was old, more than in the word of God. Und ich meine jetzt keinen Aktivismus. And I don't think you have to just do stuff and be activist. Das war statt rechtsrum jetzt linksrum alles machen. And just do everything the other way around than everyone else. Ich meine, tue das, wozu Gott dich drängt. Do what God actually urges you to do. Was ist deine Berufung? What is your calling? Was ist deine Leidenschaft? What is your passion? Und vielleicht müssen manche von uns ihre alten Brunnen wieder aufgraben. Maybe some of us have to redig their old wells. So wie es Isaak und Jakob gemacht haben. As Isaac and Jacob did. Die Brunnen, die Philister zugeschüttet haben.
the wells that the Philistines blocked up. Vielleicht sind deine Brunnen durch deine Philister zugeschüttet worden. And maybe your wells got blocked by Philistines. Die Leute, die dir ständig Schwierigkeiten machen. Those that always cause trouble in your life. Die Erwartungen der Gemeinde. Or by the expectations of the church. Oder der Gemeindealltag. Or just the everyday life of the church. Was auch immer. Whatever. Wo ist deine Leidenschaft geblieben? Where is your passion? Wofür brannte dein Herz und es brennt nicht mehr? Where was your heart burning for, or what was your heart burning for, and it's not anymore? Wo ist deine geistliche Inspiration geblieben? Where is your spiritual inspiration? Where is it gone? Und ich habe manchmal unseren Predigern und Lobpreisleitern gesagt. Sometimes I told those who are preaching and are leading worship in our church. Das, was wir am dringendsten benötigen, what we need the most, können wir uns am wenigsten geben. Can we give ourselves, nämlich geistliche Inspiration. Which is spiritual inspiration. Und ich glaube, das macht den Unterschied, wenn wir auch jetzt in dieser schwierigen Zeit über Gemeinde nachdenken. And I think that's what's the difference when we think about church in this difficult times. Die Menschen merken, ob wir einfach nur über einen Schrifttext reden. People know if we're just talking about this passage of scripture. Oder ob wir eine lebendige Inspiration in unserem Geist haben, die der Herr hervorbringt. But or if the Lord really caused this inspiration that is living and in our hearts. Ich meine, die mich kennen, wissen, ich liebe Vorbereitung und einen Plan und Strategie. And those who know me, I like to be prepared, I like to have a strategy, a plan. Aber vielleicht sollten wir manchmal aufhören damit, uns neue Methoden auszudenken. Maybe we should stop thinking about how things are done. Und vielmehr auf unsere Knie gehen. And just get on our knees. Und zu Gott rufen und sagen, ich kann nicht mehr weitermachen, es sei denn, ich bekomme diese Inspiration von dir. And ask God, I can't continue on unless you inspire me to do something. Denn das macht den Unterschied für die Menschen. Because that's the difference for the people. Vielleicht haben manche von euch auch das Schwert des Geistes verloren. Maybe some of you have lost the sword of the spirit. Das Wort Gottes. The word of God. Vielleicht ist euer Schwert so klein geworden. Maybe your sword became this small. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. The word of God is the sword of the spirit. Und nimm dieses Schwert wieder neu auf. And take this sword again. Es hat Kraft. It has strength. Und es trennt and Seele und Geist. And it cuts through soul and spirit. Das Schwert des Geistes verbindet nicht immer. This sword of the spirit doesn't always connect things. Aber es gibt Klarheit. But it gives clarity. Und Ziel. And a goal. Und vielleicht brauchst du das einfach wieder. Because maybe you dieses need that again. Schwert des Geistes wieder aufzunehmen. To take the sword of the spirit again. Und dafür brauchst du Mut, auf dieses Wasser zu gehen, weil du es selber nicht kannst. And for that you need the courage to walk on water because you're not able to do it yourself. Und ich komme schon zu meinem letzten Punkt. And now I'm at my last point. Worauf ist dein Blick gerichtet? What are you focused on? Als Petrus aber den starken Wind sah. When Peter saw the strong wind. Was heißt das denn jetzt? What is that all about? Den Wind hat er schon den ganzen Abend gesehen. The wind, he saw that the whole evening. Als er aus dem Boot ausstieg, war es genauso windig. When he walked, stepped out of the boat, it was as windy. Und dann ging er einen Schritt auf Jesus zu oder mehrere Schritte. And then he took one or a few steps toward Jesus. Denn Jesus war ja so weit weg, dass sie ihn nicht erkannt haben. Because Jesus was so far away that they didn't recognize him. Und als Petrus unterging, hat Jesus ihn ergriffen. Also ist Petrus schon eine Weile auf dem Wasser gegangen. And when Peter sank, Jesus took a hold of his hand, so he must have gone a few steps towards Jesus. Als er diesen Wind auf einmal sah, fürchtete er sich. When he suddenly saw the storm, he was afraid. Was hat der Wind damit zu tun, ob man auf dem Wasser geht? What did the wind have to do with him walking on water? Gar nichts. Nothing. Ist völlig egal, ob Wind still oder Wind da ist, hat nichts damit zu tun, ob du auf dem Wasser gehen kannst. So whether there is wind or there is no wind, it doesn't help you to walk on water or not. Aber was wir hier lernen können, ist, Petrus nahm seine Aufmerksamkeit von Jesus weg. But what we're supposed to learn is that he changed his focus and from Jesus towards something else. Vielleicht haben seine Freunde aus dem Boot auch ihm ein paar dumme Sprüche zugeworfen. Maybe his friends from the boat said a few jokes or told him a few things from the Petrus, boat. Petrus, das ist ja cool, was du da machst. It's cool what you do there. Pass auf, da kommt wieder eine große Welle. But watch out, there's a big wave coming. Und Petrus dreht sich um. And Peter turns around und registriert auf einmal, and suddenly recognizes, das, was ich mache, geht ja gar nicht. What I'm doing is I can't do that. Das kann ich ja gar nicht, was ich mache. It doesn't work. I can't do that. Und er fängt an, sich zu fürchten. And he's suddenly afraid.
Auf die Wellen zu schauen ist keine Sünde. To look at the waves is not sin. Aber wir kommen aus dem Übernatürlichen heraus und lenken unseren Blick wieder auf das Natürliche. But we come out of the spiritual and focus on the natural. Im Hebräer 12 steht, in Hebrew 12 says, deshalb lasst uns, therefore let us, jede Last, strip off every weight, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. That slows us down and especially the sin that so easily trips us up. Sünde ist klar. Sin is, you know, aber wir sollen auch jede Last ablegen. But we're also supposed to strip off every weight. Die Sorgen unseres Lebens. The worries of our lives. Das, was die natürliche Welt mit uns macht. What the natural world does to us. Die, alles, was uns bedrückt, sollen wir ablegen. Everything that weighs us down, we're supposed to let go. Und manche beten ihr halbes Leben lang darum. And some pray their half of their life. Dass Gott ihnen die Sorgen wegnimmt. That God would take away their worries. Aber es ist unsere Aufgabe, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. But it's our responsibility to put our worries on und unsere Jesus. Sorgen abzulegen. And to lay them down. Und warum ist das so wichtig? And why is it so important? Gerade mitten im Sturm. Because in the midst of the storm, weil eben die Sorgen des Lebens, the worries of your life, das Wort Gottes ersticken. Can suffocate the das, word was wir of am God. Meisten bräuchten, geht kaputt. What we need the most breaks und or es wird, gets bringt, lost. Und es bringt keine Frucht. And it doesn't produce fruit. Und jetzt fragen sich manche, wie mache ich das jetzt mit den Sorgen? Wie kriege ich die weg? So some of you might say, okay, how do I do this to get rid of the worries? Und manche Christen denken sich leider auch meditative Übungen aus. And some Christians think, okay, meditative practices might help. Ich muss meine Sorgen aus dem Kopf rauskriegen. I have to get those worries out of my head. Wie kriege ich die Gedanken aus meinem Herzen heraus? How do I get these thoughts out of my head? Und die ganze Nacht geht das nicht weg. And the whole night those don't go away. Ich liebe die Bibel. I love the Bible. Es ist so einfach, was da drin steht. It's so easy what it says in there. Indem wir hinschauen, also leget alle Last ab, indem wir hinschauen. And so it says get rid of that weight when looking at it. Auf Jesus. To lay it on Jesus. Es geht also nicht darum, deine Sorgen aus deinem Kopf rauszukriegen, so it's not about getting your thoughts out of your head, sondern es geht darum, Jesus in dein Herz reinzukriegen. But to get Jesus in your heart. Denn wo Licht ist, ist keine Finsternis. Because where there's light, there's no und darkness. Je mehr du auf Jesus schaust, and the more you look at Jesus, desto mehr von seinem Wort, von seinen Verheißungen kommen in dein Herz hinein. The more of his word and his promises get into your heart. Vertrauen entsteht, Glaube wächst. Trust and faith grow. Und die natürliche Perspektive zieht uns immer heraus aus der Übernatürlichkeit. And the natural Gottes. Perspective always takes us out of the supernatural perspective. Und dann steht da, und als Petrus anfing zu sinken. And then it says, when Peter started sinking. Seid ihr schon mal im Freibad gewesen und habt versucht, auf dem Wasser zu gehen? Have you been to this public pool and tried walking on water? Ich war schon lange nicht mehr im Freibad, sind mir zu viele Menschen, die in dasselbe Wasser gehen. So I haven't been there for a long time. There's just too many people that go to in the same water. Aber am Strand kannst du es auch probieren. But or you can just be at the beach. Oder aus dem Boot auszusteigen. Or try to get out of a boat. Man fängt nicht einfach an zu sinken, man versinkt. You don't just start sinking, you just sink. Sofort. Immediately. Bevor du überhaupt den Gedanken realisierst, hast ist dein Kopf unter Wasser. Before you have recognized with your mind what is happening, you're already underwater. Petrus fängt langsam an zu sinken. Peter starts slowly sinking. Das heißt, wenn man sich aus dem Übernatürlichen herausbewegt. That means if you get out of the supernatural und in das Natürliche wieder hineinschaut, and look at the natural, gehst du nicht sofort unter. Das ist das Tolle daran. The great news is that you don't immediately sink. Und wenn du merkst, du beginnst zu sinken, and when you recognize that you're starting to sink, Gottes Kraft und Inspiration verlässt dich. God's power and inspiration leaves you. Dann kannst du dagegen ansteuern. Then you can do something about it. Es ist immer noch mitten im Sturm. It's still in the midst of the storm. Total windig. Still windy. Alles nass. Everything is wet. Aber schau auf Jesus. But look toward Jesus. Die Frage ist, wo ist dein Fokus und worauf schaust du? So the question is, what is your focus and what are you looking at? Wir müssen die Dinge mit unseren inneren Augen so sehen, wie Jesus sie sieht. We have to look at things with our inner eyes as Jesus is seeing them.
Er sah auf einmal sich als natürliche Menschen. Peter saw himself as a natural human. Und sieh dich so, wie Gott dich sieht. But view yourself as God views you. Und wenn wir nur natürlich denken, werden wir das verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. And if we only look with our natural eyes, we miss what God has prepared. Ein letzter Gedanke noch. Jesus hat ja Petrus am Ende getadelt, warum er zweifelt. Last thought, Jesus asked him, why do you doubt me? Ich glaube, Petrus hatte Glauben. I think Peter had faith. Denn er ist aus dem Boot ausgestiegen. Because he got out of the boat. Er ist ja schon ein paar Meter über das Wasser gelaufen. He walked on water a couple meters. Aber wenn wir das Natürliche wieder in unseren Blick bekommen, but when we focus on the natural again, entstehen Zweifel. Then doubts arise. Und der Zweifel erstickt das, was Gott tun möchte. And doubts macht push es down oder macht es wirkungslos. Or yeah, disables the things that God wants to do. Unser kleiner Enkel, our fünf Jahre, little grandson, 5 years, sagte vor einiger Zeit zu uns, a while back he told us, wir müssen für den anderen Opa in Odessa beten, aus Ukraine. We have to pray for our other grandpa from Odessa, from Ukraine. Und er sagte, ich möchte, dass er auch in den Himmel kommt, wenn er stirbt. I want him to be in heaven when he dies. Und er sagte, der kennt Jesus zwar. And he says he knows Jesus. Aber er glaubt nicht an ihn. But he doesn't have faith in Jesus. Und das ist so einfach. Wir brauchen Glauben, nicht nur Kenntnis, sondern im Herzen Glauben an Jesus. So it's this not just knowing about Jesus in our head, but really knowing Jesus and having faith in our hearts. Was würdest du tun, wenn dein Sturm nicht da wäre? What would you do if your storm wasn't there? Wie würdest du dich verhalten? How would you act? Wo würdest du hinwachsen? What would you grow into? Wenn der Sturm nicht da wäre. If there was no storm. Dann tu es einfach. Then just do it. Mitten im Sturm. In the midst of the storm. Sei mutig, auf dem Wasser zu gehen. Be bold to walk on water. Wir brauchen eine Vision von uns selbst. We need a vision of ourselves. In der wir uns selbst sehen können. Where we see ourselves. Wie wir das tun, wozu Jesus uns berufen hat. Where we do what Jesus is calling us to do. Und ich möchte euch gerne herausrufen. And I want to call you out. Mutig zu sein, in eurer Berufung zu leben. To be bold and walk in your calling. Mutig zu sein, sie wieder aufzunehmen. To be bold and take up your calling again. Ich möchte euch zurufen, sei mutig. I want to tell you, be bold. Leiterschaft auszuüben. And courageous and be leaders. Geistlich zu wachsen. To grow spiritually. Und dich hinauszuwagen in Bereiche, in denen du vorher noch nicht warst. And to dare to go into areas that you weren't in before. Sei mutig, auf dem Wasser zu gehen. Be courageous to walk on water. Sei mutig, aus dem Boot auszusteigen. Be courageous to step out of the boat. Auch wenn es keine Leute da sind, die dich ermutigen dazu. Even if there's no one around who encourages you to do so. Auch wenn alles dagegen spricht. Even if everything is against you. Warte nicht auf schönes Wetter. Don't wait for good weather. Sondern gehe, steig aus und sei mutig. But go and be bold. Lass uns aufstehen zusammen. Let's stand up together. Ich möchte dich gerne herausrufen, wenn der Geist Gottes dich drängt. I want to call you out if the Holy Spirit urges you. Wenn du spürst in deinem Herzen. If you feel in your heart. Ich möchte und ich muss diesen Schritt des Glaubens tun. I want to and I have to do the step of faith. Ich muss wieder neue Dinge in meinen Fokus bekommen. To get my focus back on the right things. Vielleicht fühlst du dich eingeengt durch Ketten, die dich umfangen von Menschenfurcht und von Erwartungen. Maybe you feel like chains are holding you back of the fear of men or these expectations. Genau, dann spreche ich dir zu, sei frei im Namen Jesu. Then I tell you, be free in the name of Jesus. Wenn du wieder neu Mut fassen möchtest, auf dem Wasser zu gehen. If you want to take courage again to walk on water.
dann kannst du heute Morgen einen symbolischen Schritt des Glaubens tun. Then you can take this act of faith or as a symbol. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. As a sign to just come forward. Eine Entscheidung zu treffen. To make this decision. Mitten in deinem Sturm. In the midst of the storm. Mitten in der Herausforderung. In the midst of the challenges. So sagen, ich trete heraus. To say, I'm stepping out. Mit Mut. With courage. Und wenn du hier bist, wird das Team einfach für dich beten. So if you come forward, the team will pray for you. Lass Jesus nicht vorbeigehen. Don't let Jesus pass you by. Und verpasse nicht seine Hilfe. And don't miss his help. Jesus, und ich bete neu um Freisetzung. And Jesus, I pray for freedom. Die Dinge zu tun, die du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. And to do the things that you have prepared for each one of us. Und ich breche im Namen Jesu jede Macht von Menschenfurcht. And I break every fear of men in the name of Jesus. Von falscher Zurückhaltung. From holding back in a wrong way. Von dem Blick der Unfähigkeit, etwas zu tun. And having that view that you're unable to do something. Jesus, du schenkst Freiheit. Jesus, you send freedom. Dir nachzufolgen und auf dem Wasser zu gehen. To follow you and to walk on water. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Halleluja. Halleluja.